von Salzburg nach Bad Hofen laufen und das in 5 Tagen. Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen? Die Idee ist 13 Jahre alt. Wir sind vor 13 Jahren nach Barcelona gefahren, in 10,5 Tagen. Wir haben quasi 2000 Kilometer hinter uns lassen und haben gesagt, irgendwo müssen wir das nur toppen. Und da haben wir die Idee gehabt, dass wir irgendwann von Salzburg nach Bad Hofen laufen. Und war die Vorbereitungszeit jetzt auch 13 Jahre oder wie lange habt ihr euch vorbereitet auf den Lauf? Meine Vorbereitung war irgendwo vom Herbst voriges Jahr weg. Ich habe knapp 800 Kilometer in die Füße gehabt, bevor ich weggerannt bin. Und ich glaube, ich habe am meisten da für alle, aber ich habe es auch gebraucht mit meinen 100 Kilo. Also ich kann Andi fragen, wie ist dir gegangen bei den 5 Tagen? Ja. Und was war eigentlich so die Herausforderung? Der erste Tag oder der letzte Tag oder wie ist das so gegangen? Die ersten 2 Tage waren die große Herausforderung. Ich habe mich erst vor 1,5 Monaten entschieden, dass ich mitlaufe. Habe mich auch ein bisschen vorbereitet. Bin wirklich der Langsamläufer geworden. Früher bin ich einen Marathon gelaufen, aber es ist relativ schön gegangen. Also du hast schon ein paar Kilometer früher auch in die Füße gehabt, jetzt war es nicht so ganz neu, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, gerade wie Montag, Dienstag, das Wetter war... Wetter war die größte Herausforderung. War, glaube ich, schon eine Herausforderung. Dann gleich Thomas, der Dritte im Bunde. Du schaust so glücklich rein, es hat Spaß gemacht. Ja, es hat Spaß gemacht, den Sommer natürlich. Die ersten 2,5 Tage waren extrem hart, weil es geregnet hat die ganze Zeit. Ohne unser Begleitfahrzeug und unseren Begleiter in Max Leitner hätte man das sowieso nicht geschafft, weil da haben wir wenigstens ein trockenes Gewand gehabt, wo wir uns umziehen haben können zum Mittagessen. Das war ganz, ganz wichtig und notwendig. Auf alle Fälle Gratulation, eine ganz tolle Leistung. Quasi jeden Tag fast einen Marathon laufen, das müssen wir mal zusammenbringen. Und gut, dass du wieder gut zurücksetzt. Dankeschön fürs Interview. Dankeschön, danke.